Willkommen bei einem weiteren Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir werden in diesem Video besprechen, wie wir Funktionen nach oben und nach unten verschieben können, was das für die Funktionsgleichung bedeutet und wie das grafisch aussieht. Das Grafische werden wir jetzt gleich ein bisschen erforschen. Ihr könnt hier Ideen sammeln, die dann für das Arbeitsblatt hilfreich sind. Wir springen also kurz zu GeoGebra. Wir haben hier die Funktion f gegeben mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 0,25x². Und eine ganz ähnliche Funktion g, die hat die Funktionsgleichung g von x ist gleich 0,25x² minus 2. Sie unterscheidet sich von f also nur durch diese Konstante hier hinten, die dazu addiert wird. In unserem Falle minus 2. Ich zeige euch jetzt gleich den Funktionsgraphen und vielleicht findet ihr ja heraus, warum der so aussieht. Vielleicht hilft es euch, wenn ich die Konstante verändere, zum Beispiel auf minus 3 oder minus 4. Oder ich setze die Konstante auf 0 oder auf plus 2. Gehen wir zurück zu minus 2. Schauen wir uns nochmal die Funktion f an. Wir haben hier beliebige Punkte auf der Funktion eingezeichnet. Und an jeder Stelle x, also hier zum Beispiel x gleich 2, haben wir einen bestimmten Funktionswert. Hier 1. Und bei der Funktion g von x haben wir genau denselben Funktionswert wie bei f von x. Außer, dass dann noch diese Konstante hinzukommt, also minus 2. 1 minus 2, das wäre dann minus 1. Schauen wir das an, bei x gleich 2 ist der Funktionswert von g tatsächlich minus 1. Und das trifft auf jeden Punkt zu. Wir gehen einfach immer 2 Einheiten nach unten, weil ja noch 2 abgezogen wird. Auch hier gehen wir 2 nach unten und hier. Ich kann das mal verdeutlichen, indem ich diese Linien einzeichne. Die haben jeweils eine Länge von genau 2. Und die neuen Punkte, die sich dann ergeben, das sind genau die Punkte, durch die der Funktionsgraph von g verläuft. Na gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Arbeitsblatt und beschäftigen uns mit dem Fenster vertikale Verschiebung. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, euch auf diesem Arbeitsblatt zu orientieren. Vielleicht könnt ihr es ja jetzt schon selbst ausfüllen. Gut. Es sind zwei Funktionsgraphen gegeben. Die Funktionsgleichungen dazu lauten f von x ist gleich 0,25x² bzw. g von x ist gleich 0,25x² plus 3. Kommt uns ein bisschen bekannt vor. Die Funktion f ist blau dargestellt, die Funktion g ist grün dargestellt. Und wir sollen nun diese Gleichung vervollständigen. G von x ist gleich f von x und irgendwas. Das f von x haben wir hier stehen und dieses 0,25x² kommt auch in der Funktion g vor und entspricht natürlich f von x. Das heißt, hier fehlt plus 3. Erinnern wir uns an die GeoGebra-Datei zurück, dann können wir auch grafisch beschreiben, was passiert. Und können den nächsten Satz ausfüllen. Der Graph von g entsteht durch Verschiebung des Graphen von f um 3 Einheiten nach oben, weil der Dreier positiv ist. Wäre er negativ, also f von x minus 3, würden wir die Funktion um 3 Einheiten nach unten verschieben. Markiere Punkte auf den beiden Graphen, die einander unter dieser Verschiebung entsprechen. Wir könnten uns also irgendwelche beliebigen Punkte auf f aussuchen, zeichnen den ein, gehen 3 Einheiten nach oben und diese neuen Punkte würden dann alle auf dem Funktionsgraphen von g liegen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Dann nimm dir jetzt einen Augenblick Zeit, zusammenzufassen, was du in diesem Video gelernt hast. Überleg dir vielleicht auch, wie der Funktionsgraph von g im Vergleich zu f aussehen würde,
wenn es zum Beispiel heißt, g von x ist gleich f von x minus 2 oder g von x ist gleich f von x plus 10. Genau. Und im nächsten Video werden wir besprechen, wie wir Funktionen nach links und nach rechts verschieben können. Bis dann!